Hallo, mein Name ist Axel und ich zeige euch heute mal die Flow Studios. Kommt mit! Jetzt sind wir hier in der Lounge von den Flow Studios. Die Flow Studios sind Producing, Writing Studios und die Künstler, die hierher kommen, kommen echt aus ganz verschiedenen Ecken. Also Sarah Connor war hier, Nico Santos ist oft hier, aber auch viel Deutschrap, Kalim, Nemo, you name it. Ist echt eine spannende Mischung und es macht echt Bock, die zu sehen, wie die alle arbeiten. Lass mal gucken, wo die arbeiten. Ja, das ist das erste Studio. Es war auch wirklich der Raum, der als erster fertig geworden ist. Besonderheit ist natürlich hier der schöne Flügel. Also die Leute, die hier reinkommen, sagen immer, boah, ein Flügel, krass. Das ist ein alter Flügel, hat echt einen ganz guten Charme. Wurde schon oft benutzt für Akustik-Sessions, für Videodrehs. Genau, das Besondere an dem Studio hier ist auch noch, dass es aus zwei Räumen besteht. Da hinten gibt es diesen hellen Raum, der wirklich sonnendurchflutet ist. Und es ist halt praktisch, oftmals geht der Artist darüber, schreibt die Lyrics. Dann hier in dem Raum machen die Jungs die Beats oder die Girls. Und dann kommen die zurück und nehmen eigentlich meistens im gleichen Raum auf. Oft wird der Raum aber auch extra benutzt, als extra Recording Booth. Kann man auch machen, ist schön viel Platz. Alle Räume haben Klimaanlage, also echt gutes, entspanntes Arbeiten hier. Die drei Räume hier sind auch so durch so eine Sichtachse verbunden, durch diese Glastüren. Das sind die anderen Studios da drüben. Und man kann für Writing Camps, das ist halt super praktisch, man kann halt die Tür noch aufmachen und die Räume gemeinsam benutzen oder die Räume auch als Recording Booth benutzen. Also die Räume sind auch audiomäßig alle miteinander verbunden. Also man kann von jedem Raum in jeden Raum Signale schicken. Über Audiokabel oder über Ethernet. Kopfhörerbeschickung, all diese Sachen. Das hier ist das zweite Studio. So richtig haben die Studios keine Namen, also es haben sich jetzt so Namen etabliert. Der Raum, in dem wir als erstes waren, der heißt der Flügelraum. Das ist hier, weil die Räume auch farblich alle andere Konzepte haben, das ist hier der Jungle Raum. Dann kann man diesen Vorhang so zumachen und dann hat man seinen eigenen Space. Sehr cozy dann und man ist nicht abgelenkt von links, rechts, was da passiert. Oftmals sagen Leute so, Axel, hast du noch eine Gitarre oder hast du einen Bass oder hast du ein Synthi oder hast du andere Mikrofone noch? Wir wollen mal was ausprobieren. Dann ist das auch kein Problem, weil ich habe ja eine riesen Mikrofon- und Instrumentensammlung im JRS-Studio, was einfach eine Etage drüber ist. Und da kann man sich dann Sachen dazu leihen, wenn man was braucht. Oftmals ganz inspirierend, so Sachen auszuprobieren, die man vielleicht noch nicht benutzt hat. Ob es jetzt ein alter Arp Odyssey ist oder irgendwelche crazy Synthis oder Drum Machines, ist eigentlich alles am Start. Oder wenn jemand andere Mics braucht. Gehen wir mal zum nächsten Raum. Das ist der graue Raum oder auch Elefantenraum genannt. Den Namen hatte von dieser Lampe. Da hatten wir damals nur eine, das ist diese Siletti Elefantenlampe. Die macht nachts echt eine gute Stimmung. Genau, den Raum mag ich auch. Der hat gefühlt, ist der ein bisschen größer, obwohl die alle so um die 30 Quadratmeter sind. Hat echt einen tollen Blick hier raus. Und genau die erste Sache, die hier passiert ist, war, dass Alvaro Soler, der hat sich hier einen Monat eingeschlossen und sein ganzes Album produziert hier. Das war ganz cool mit Ali Zukowski zusammen. Das waren die ersten Leute, die hier so herkamen. Und seit einer Woche habe ich jetzt hier auch ein Yamaha U1 Klavier, Upright Piano. Das geht echt auch gut. Also viele Leute komponieren ja dann auch am Klavier und kriegen Ideen. Dann ist es manchmal einfacher, wenn du irgendwie direkt ein Instrument da hast, eine Gitarre oder ein Klavier und nicht erst irgendwie Plugins laden musst, alles anschließen musst. Das ist irgendwie ein bisschen schneller. Dann gibt es jetzt noch das vierte Studio, was relativ neu ist und da reden wir ein bisschen mehr über Technik. Ja, hier sind wir jetzt im vierten Studio und als die drei anderen fertig waren, haben wir so da draußen gesessen, ein bisschen ein nices Dinner gehabt und uns gefreut, dass alles so schön geworden ist. Und der Raum hier war einfach so ein vermülltes Lager und ein altes Büro. Und meine Frau meinte, hey, lass uns doch einfach da die Wand rausreißen und auch noch ein Studio reinbauen. Also ging die ganze Bauerei wieder los.
während des laufenden Betriebs hier. Es hat alles gut hingehauen, die Handwerker waren diesmal auch gut und ich fand, der ist auch echt gut geworden. Der hat echt so einen exklusiven Vibe. Ich finde die Tapete irgendwie krass. Props an meine Frau. Die Technik hier in den Flow Studios, in jedem Raum sind halt Neumann KH310 als Monitore. Mikros ist standardmäßig ein U87, aber wie gesagt, wenn man andere Mikros haben will, gibt es auch noch eine große Auswahl im JRS oben. Keyboards haben halt die Native Instruments Keyboards überall oder halt irgendwelche Synths, die gerade rumstehen. Hier steht gerade ein Prophet. Den kann man auch als MIDI-Keyboard benutzen. Hier in dem Raum gibt es auch nochmal ein Yamaha U1 Upright Piano. Ich habe mich irgendwie in die Dinger verliebt. So. Und als Interfaces gibt es verschiedene Optionen. Also die meisten Leute kommen ja nur mit ihrem Laptop an und die brauchen dann halt ein Interface. Ich habe Apollo Twins, gibt es ein paar. Dann gibt es RME Babyface Pro FS. Die werden oft benutzt von Leuten, die halt mit einem Windows-Rechner arbeiten. Die sind super flexibel, die haben halt auch mehr Mic-Pres als die Apollos. Viele Leute sind immer von der Software so abgeschreckt, meinen, ah nein, das ist so kompliziert und so. Aber es gibt von diesem Mixer gibt es auch einen DAW-Modus, was viele nicht wissen. Der ist echt einfach und da sind die ganzen umfangreichen Funktionen, die man vielleicht hier in so einem Setup nicht braucht, die sind einfach ausgeschaltet und man hat einfach ganz wenige Kanalzüge da nur. Das ist echt übersichtlich. Dann gibt es noch ein SSL 2 Plus. Das habe ich auch nochmal geholt. Das ist auch cool. Das schließt man einfach an, dann ist es sofort da. Ist auch praktisch. Hat SSL-Mic-Pres. Und jetzt als neueste Edition gibt es das Avid Carbon. Das ist nochmal ein anderes Beast. Also es hat halt 8 Mic-Pres. Und das ist praktisch dafür, dass wir zum Beispiel, wenn wir so Akustik-Sessions haben, also Setup ist, jemand sitzt am Flügel, spielt, ein Rapper oder eine Sängerin oder eine Rapperin oder ein Sänger singt dazu und jemand schießt noch seinen Synthi an, dann brauchst du halt mehr irgendwie als 2 Eingänge in dein Interface und das hat halt 8. Das geht damit gut. Du hast auch gleichzeitig hast du 4 Kopfhörerausgänge, das ist auch daran praktisch. Bei den Apollos musst du halt immer mit einem Splitter arbeiten. Bei RME und bei dem Avid Interface ist es anders. Also sie haben alle ihre Vor- und Nachteile und je nachdem, worauf man steht, kannst du es haben hier. Genau, jetzt gerade im Sommer merkt man es, ist echt gut gewesen, dass ich überall Klimaanlagen einbauen lassen habe. Weil ich kenne es auch noch so früher, als ich im Studio gearbeitet habe, ohne Klimaanlage und dann irgendwelche Vocals geeditet und gepitcht und produziert bei 38 Grad, da raucht dir der Kopf. Hier ist einfach fresh. Und wenn man es mal ein bisschen größer braucht, also noch mehr Räume braucht, sind alle Räume auch mit dem JRS-Studio verbunden. Also man kommt von jedem Raum in jeden mit Audioleitung oder über Netzwerkleitung. Da gibt es eigentlich unendliche Möglichkeiten. Schön, dass ihr hier wart in den Flow Studios und vielleicht sehen wir uns ja bald mal. Ciao.